Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Wir sind heute beim ersten Mittelstandskongress hier im Berliner Verlag. Und bei mir steht quasi der, der diesen Kongress ins Leben gerufen hat, nämlich der Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Berlin, Herr Greff. Herr Greff, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Kongress ins Leben zu rufen? Na, wir beschäftigen uns, glaube ich, mit vielen Themen, Industrie, Start-ups und so in der Stadt, die medial sehr präsent sind. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen in ihren ganz existenziellen Themen, das beschäftigt uns. Wir haben natürlich viele Mitglieder. Wir haben über 850 Mitglieder aus diesem Bereich. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was machen. Darüber wollen wir sprechen und die zusammenbringen und auch diese Themen andiskutieren. Und dann haben wir hier mit dem Berliner Verlag gesprochen und haben mit vielen, vielen Partnern das auf die Beine gestellt. Können Sie was zu den Themen sagen, also was so Plot sein wird heute? Also das Thema Fachkräfte ist ein Riesenthema inzwischen für die kleinen und mittelständischen, gerade für die, weil die größeren können natürlich Personalmanagement ganz anders machen. Wir gehen auf einzelne Branchen ein, Industrie, Gesundheitswirtschaft, was sind da die Trends, was müssen wir tun, haben da auch kompetente Ansprechpartner da. Finanzierung ist nach wie vor ein Thema für die kleinen und mittelständischen. Und unser ganz großes Thema, es wird dann am Ende auch nochmal Thema sein, ist, wir fordern ein Berliner Mittelstandsgesetz. Gibt es in zwei Bundesländern schon, wo wir dem Mittelstand noch mal ein paar Chancen bieten wollen. Was soll denn in diesem Gesetz drinstehen? Also wir wollen das Thema Vergabe in Berlin anfassen. Ich glaube, wir brauchen eine Kultur der Vergabe auch an kleine und mittelständische in der Region aus Berlin. Das kann man machen. Die Hessen haben das vorgemacht, wie man es noch detaillierter machen kann. Wir fordern eine Überprüfung aller Gesetze und Verordnungen auf ihre Mittelstandsfreundlichkeit. Ich glaube, da kann man viel ausmisten in Berlin. Das brauchen wir auch noch. Das sind so ein paar Kernforderungen. Und wir wollen heute sammeln Ideen und Anregungen, was die Unternehmer noch möchten, auch zu dem Thema Mittelstand. Wie ist denn da so bislang die Resonanz in der Politik? Wie ist da Ihre Erfahrung als Vorsitzender Ihrer Vereinigung? Also wir haben natürlich gute Ansprechpartner bei uns. Und wenn die bestimmte Themen nicht mehr hören können, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir unseren Job richtig gemacht haben. Da sind wir noch nicht. Da werden wir sicherlich auch penetranter werden für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Berlin. Denn wie gesagt, manche Dinge laufen medial einfach super. Das ist auch wichtig für Berlin. Start-ups und Industrie, die sind auch wichtig für die Entwicklung, aber eben auch die kleinen und mittelständischen. Ich würde gerne mal zum Thema Finanzierung kommen, weil ich ganz spannend finde, dass sich offensichtlich da auch was dreht, dass also immer weniger Fördermittel in Anspruch genommen werden, weil das wohl immer noch sehr kompliziert ist und Crowdfunding das große Thema ist. Also kann man da schon so sagen, dass Crowdfunding ein Zeichen dafür ist, dass die alte hergebrachte Förderpolitik nicht mehr so funktioniert? Na, ich glaube, es gibt ja nicht schwarz-weiß. Wir Deutsche neigen immer ganz schnell dazu, schwarz-weiß in der Mitte. Ja, und da verändert sich Berlin ganz dramatisch positiv. Wir hatten vor einigen Wochen das erste Unternehmen, was 1 Milliarde einsammeln konnte beim Venture-Kapital-Unternehmen. Das ist so eine neue Schwelle. Und in der Tat, Crowdfunding, ich glaube, es gibt Unternehmen, für die das geschaffen ist und für die Berlin jetzt auch ein Marktplatz ist, was ja vor 10 Jahren noch nicht gewesen ist. Aber ich glaube, wir brauchen ganz normal das Thema Mittelstandsfinanzierung, KMUs, auch das Thema öffentliche Förderung, günstigere Kredite, Thema Wohnungsbau beispielsweise. Aber es verändert sich was. Herr Greff, Berlin wächst, ist wachsende Stadt. Die Senatorin hat es auch noch mal betont, dass sie das vor allem tut wegen des Mittelstandes. 99%, glaube ich, der Unternehmen sind Mittelstand. Glauben Sie, dass der Mittelstand diese Stadt so attraktiv findet, weil die Politik hier so gute Rahmenbedingungen schafft oder es doch eher andere Gründe sind? Oder, wie Sie ja gerade schon betonten, weder schwarz-weiß, sondern alles so mitspielt? Ja, auch. Ich glaube, Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen wachsen können. Da gibt es schon noch Dinge wie das Thema Liegenschaftspolitik, um mal ein Beispiel aktuell zu nennen, die wirklich im Argen liegen, dass Unternehmen zumindest ein Grundstück bekommen. Aber ich glaube, Berlin wächst auch ein Stück weit aus sich heraus, weil viele Menschen hier gerne herkommen, weil es pulsiert, weil es ganz anders ist als übrigens alle anderen deutschen Städte, weil wir uns natürlich eher vergleichen mit London, Paris oder New York. Und weil wir viele, viele Zentren haben, weil wir nicht nur ein Zentrum haben, wir haben viele tolle Orte. Ich glaube, Politik ist nur ein kleiner Baustein dabei. Auf unserem kleinen Rundgang hier durch die Ausstellung im Rahmen des Kongresses, liebe Zuschauer, sind wir auch beim Stand des Berliner Verlages gelandet. Und bei mir steht jetzt Herr Hilscher. Herr Hilscher, sind Sie jetzt hier als Hausherr präsent oder als Betroffener? Also wir sind im Grunde genommen beides. Wir sind einmal der Hausherr hier und freuen uns wahnsinnig, dass so viele Mittelständler hier in der Berlins Mitte sozusagen beim Berliner Verlag zu Gast sind. Aber wir sind natürlich auch selbst Mittelstand und wir wollen auch für den Mittelstand immer wieder das Sprachrohr in diese große Stadt Berlin sein. Und deswegen bieten wir viele Produkte, die das anbieten und deshalb sind wir selbstverständlich hier auch gerne mit dabei.
Wo sehen Sie denn als Mittelständler die Hauptbaustellen, die von der Politik auch noch mehr beackert werden müssten? Ein Riesenthema, auch für den Mittelstand, was, glaube ich, oft unterschätzt wird, ist das ganze Thema Infrastruktur in Berlin, was nicht nur ein Berliner ist, es ist ein bundesweites Thema. Aber wir brauchen gute Infrastrukturen. Dazu zählen gute Geschäftsbedingungen für alle Unternehmen in dieser Stadt. Und da ist, und das hat ja gerade die Wirtschaftssenatorin auch gesagt, noch viel Arbeit zu leisten. Aber Berlin ist, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Berlin bietet viel, aber man muss zueinander finden. Und diese Kommunikationsbrücke, die wollen wir als Medium gerne sein. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also empfinden Sie diesen Kongress, der jetzt ja frisch ins Leben gerufen wurde, aber fortgeführt werden soll, auch als wichtige Plattform, um in Kommunikation zu treten, sprich, dass der Mittelstand vorher nicht wirklich so gehört worden ist von der Politik und dass Sie natürlich als Medium auch ja, die Brücke sein können. Genau, wir wollen eine Brücke sein. Wir sehen es auch als ganz, ganz wichtig an, dass wir Kommunikation in allen Kanälen, und es sind ja nicht nur unsere Medien, es ist auch zum Beispiel natürlich TV Berlin, dass wir hier einfach voranmarschieren und sagen, wir bringen die Menschen zueinander. Und da spielt der Mittelstand eine der allergrößten und wichtigsten Rollen. Und daran müssen wir alle arbeiten gemeinsam. Und ich glaube, da können wir viel bewegen. Auch die Glaser-Innung, liebe Zuschauer, präsentiert sich hier auf der Ausstellung im Rahmen des Mittelstandskongresses. Bei mir steht jetzt Detlef Knob. Herr Knob, meine Frage hier überall an den Ständen ist, wo brennt es denn bei Ihnen? Ich meine, Sie sind ein starkes Handwerk, ein altes Handwerk, ein Traditionshandwerk, das wissen wir, aber Sie haben auch Probleme. Welche? Probleme im Nachwuchs. Es kommt zu wenig nach. Wir haben ja eine eigene Fachschule aufgrund der Innung, der Zusammenfassung, der Ausbildungsmöglichkeiten und haben immer wieder Probleme und Jahr für Jahr mehr, um Nachwuchs und damit die Innung und das Ausbildungszentrum zu erhalten. Haben Sie jetzt Probleme, dass sich zu wenig Jugendliche melden? Oder haben Sie Probleme, dass die, die sich melden, in den Schulen zu schlecht ausgebildet worden sind? Korrekt. Das ist, fängt ganz früh an. Im Prinzip im Elternhaus, geht übers Elternhaus in die Schule. Und die, die nach 10 Jahren dann rauskommen, da ist ein Interesse nicht da. Oder die, die Interesse haben, haben eine schlechte Ausbildung. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Jugendlichen heute die Verantwortung nicht erkennen für die Zukunft. Dass eine Ausbildung wichtig ist für ihre eigene Zukunft. Das heißt, eine Berufsausbildung machen, dann einen Abschluss erreichen, dann Geld verdienen, Familie gründen. Diese Wertigkeit scheint es heute nur noch ganz wenig zu geben. Und wie gesagt, das ist dann der Umkehrschluss, dass dann, wenn Auszubildende fehlen oder Interessenten fehlen, dass dann so eine Sachen wie hier die Glaser Fachschule zum Beispiel ja dann Probleme hat, die zu erhalten, wenn einfach, ja, weil einfach zu wenig Menschen da sind, die dann diese Sachen nutzen. Ja, und das ist ein leidiges Problem, was jedes Jahr eigentlich schlimmer wird. Glauben Sie, dass da die Politik auch gefordert ist oder ist das doch eher ein gesellschaftliches Problem, weil Sie auch die Elternhäuser explizit angesprochen haben, die hier ja auch zu versagen scheinen? Richtig, das ist aus meiner Sicht eine politische Sache, wo gehandelt werden muss. Und man weiß ja, wie lange sowas dauert, wenn ich eine Veränderung mache, bis die sich durchsetzt. Das sind Generationsfragen. Und wenn wir heute von Fachkräftemangel reden, dann sind es wieder Generationen, die das bedarf, wenn ich heute was ändern würde, bis es dann geändert ist. Und das ist einfach zu lang. So ein Zeitraum ist einfach zu lang. Ich muss sofort, also man müsste theoretisch sofort reagieren, was mit Sicherheit schwierig ist aufgrund der europäischen Lage. Wird nicht so einfach sein. Herr Knob, zum Schluss sehen Sie diesen Mittelstandskongress, den es ja auch nächstes Jahr wieder geben soll, der ja quasi eine Institution werden soll. Sehen Sie den als eine wichtige und eine gute Plattform, um eben genau so etwas zu kommunizieren, was Sie jetzt uns erzählt haben? Ja, korrekt. Ich würde auch, wenn es nächstes Jahr stattfindet, wieder hier sein und wieder meine Forderung stellen, Veränderungen vorzunehmen. Und wieder appellieren an die Jugendlichen, dass, wie gesagt, die Ausbildung, dass ein Zukunftspotenzial ist, was sie ja für ihre eigene Entwicklung brauchen. Und es reicht, oder man kann nicht sagen, okay, dann mache ich es dann ja mit 25, dann ist der Zug abgefahren oder ich habe eben irgendwo im Leben was verpasst und das wäre schade. Unsere letzte Station auf unserer kleinen Ausstellungstour, liebe Zuschauer, ist das Unternehmen Expense Reduction Analyst. Vielleicht würden Sie den Zuschauern mal am Anfang sagen, was Sie als Dienstleister anbieten. Ja, also wir kümmern uns darum, dass mittelständische Unternehmen zusätzliche Mittel bekommen, um das eben in Innovationen oder aber auch in Personalaufbau, also Kapazitätserweiterungen stecken oder aber auch in den Ausbau ihres Unternehmens. Das machen wir
relativ einfach, indem wir uns an die Kostenblöcke heranmachen, wo das Unternehmen keine Spezialisierung für sich hat. Warum ist dieser Kongress für Sie wichtig? Jetzt mal unabhängig davon, dass Sie hier natürlich auch Unternehmer kennenlernen, die für Ihr Geschäft wichtig sind. Ich glaube, dass der Mittelstand insgesamt miteinander sprechen muss. Im Mittelstand liegt letzten Endes, ich will mal sagen, die Wiege unseres Geschäftes in Deutschland. Und ich halte es für extrem wichtig, dass man hier zusammenkommt, miteinander austauscht. Denn letzten Endes, Mittelstand ist kein Großunternehmen. Mittelstand muss schrittweise wachsen. Und das tut man auch, indem man miteinander Know-how austauscht. Und das tut man hier. Haben Sie auch das Gefühl, dass es da so ein bisschen Berührungsängste auch gibt? Also gerade was so diese neue Gründerszene angeht und den klassisch traditionellen Mittelstand? Ich glaube, das gibt es sehr wohl. Ja, denn denken Sie, dass, was ist die Gründerszene? Wie alt sind diese Leute? Die sind 20, 22, vielleicht 23 Jahre alt, bauen bereits ihr erstes Unternehmen auf. Der klassische Mittelstand ist 55. Wenn es da keine Berührungsängste geben würde, wäre es schade. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man diese Altersgruppen miteinander zusammenbringt. Denn die Jungen haben viele Erfahrungen noch nicht gemacht und die Alten haben viele Ideen nicht mehr, die die Jungen einbringen. Herr Hausemann, es ist ja so, dass die Politik oft, also gerade im Vorfeld von Wahlen immer betont, Mittelstand ist wichtig und für den müssen wir auch ganz viel tun. Und man hat dann aber das Gefühl, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann sind doch eher die großen Unternehmen im Fokus der, ja, der Politikschaffenden. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es hier noch ordentlich Handlungsbedarf? Ich glaube schon, dass es von Seiten der Politik eine Menge Handlungsbedarf gibt. Man kann es in Berlin eigentlich, glaube ich, daran festmachen, wir haben immer noch eine sehr hohe Arbeitslosenquote. Wenn Sie die Quote an Industrie beispielsweise in unserem Land sehen, trotz der guten Gründerszene, ich schätze das sehr, was da gemacht wird, ist auch wirklich super. Aber ich sag mal, wir haben noch einen großen Schritt zu gehen. Ja, hier wird jetzt noch weiter diskutiert in diversen Foren, liebe Zuschauer, alles im Sinne des Berliner Mittelstandes. Die Veranstaltung soll es auch nächstes Jahr wieder geben. Der Kongress soll Zeichen setzen, soll Themen setzen, damit die Politik dann auch dementsprechend agieren kann, wenn sie denn will. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und ein wunderbares Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.